Kaum hat die Woche begonnen, haben sich die Edelmetallpreise, insbesondere Gold und Silber, dramatisch verabschiedet nach unten, aber keine Sorge, sie sind ja schon halbwegs wieder zurückgekommen und das lässt den ein oder anderen zumindest mal hoffen, dass es vielleicht nicht gar so schlimm wird. Also, wir sehen das hier im Goldchart auf Tagesbasis. Wir hatten den Freitag schon einen deutlichen Rücksetzer und da haben sich die Marktteilnehmer offensichtlich gedacht, auch wenn es Freitag schon so runterging, dann wollen wir den Montag da nicht anders machen. Tatsächlich der Kurs also deutlich deutlich noch mal tiefer gelaufen, nur mal, dass wir das so ein bisschen in eine Relation bringen. Das war der vorangegangene Rücksetzer, den wir hatten, dann die Gegenbewegung und dann vom Hoch, da kann man sich vielleicht noch ein bisschen streiten, nahezu die 100 Prozent. Nicht ganz hat es gereicht, es waren so um die 90 wenn man das hier so halbwegs sieht. Aber damit und etwa das Ganze sogar abgefrühstückt. Eigentlich schneller als. Äh Erwartet am liebsten habe ich das, wenn das dann ähnlich steil ist, also sprich noch mal ein bisschen hier die Zeit dann auch einigermaßen passt. Deshalb haben wir das hier so vom Winkel so, dass man das so ein bisschen sehen kann. Also deutlich schneller, als es eigentlich hier typisch gewesen wäre. Viele haben sich da erschrocken. Es ging ja auch nur mal deutlich nach unten. Dass es aber nicht wirklich nach oben aussah, das zeichnete sich ja schon ab. Wir hatten letzte Woche hier ja Unterstützungsmarken. Als ein Angebot an den Markt zu drehen, das hat er alles nicht genutzt. Im Gegenteil, äh, er hat diese Marke fallen lassen. Wir hatten hier in diesem Bereich was, das hat ebenfalls nur für so ein bisschen Wackeleien nach oben gereicht, also ebenfalls keine Stärke. Und dann ist es halt so, wenn er Angebote für ein Drehen nicht wahrnimmt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass einfach noch keine Käufer willens sind. Denn ansonsten müssten die ja schon mit Hufen scharren und eben auf der Käuferseite bereitstehen. Das hat hier nicht funktioniert, also ist der Markt folgerichtig weiter abgestürzt. Erstmal nochmal einmal weiter runter und hat damit dieses Bild hier nach unten gesehen. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Und ich lehne mich mal aus dem Fenster. Im Moment würde ich sogar sagen, wir haben ganz gute Chancen, dass es nochmal weiter nach oben geht. Denn das, was wir als Antwort von diesem Tiefpunkt hier haben, das ist bisher relativ zügig nach oben gegangen. Wir sehen das hier. Wir hatten auch hier so kleine Rücksetzerzonen. Die sind allerdings hier voneinander unterscheidbar oder entfernt gewesen, also keine Kursüberschneidung. Jetzt sind wir hier in einer Abwärtsbewegung und die ist etwas, wie wir sagen, wackelig. Also eigentlich das Ganze fast schon mustergültig. Wir können mal gucken, wie groß der Rücksetzer ist. Das ist vielleicht noch so der einzige Wehmutstropfen, dass man sagt: ja, Okay, ein bisschen tiefer wäre noch cool. Also, wenn sich die. Situation optimal auflöst, dann gerne noch ein bisschen Richtung 38. Insgesamt muss ich aber sagen, aufwärts steil, abwärts nicht steil. Also für all diejenigen, die heute Nachmittag am Markt unterwegs sind, die sehen, dass die Aufwärtsrichtung die deutlich aggressivere Richtung ist seit dem Tief heute Nacht und äh, dass das zumindest mal ein ernsthafter Versuch jetzt ist, dass der, äh, dass der Kurs jetzt nach oben entsprechend sich weiterentwickelt, zumindest noch mal als eine Antwort. Ja, und damit ist dann die Frage, inwieweit das Ganze jetzt dann vielleicht schon dieses Ding hier, diese Abwärtsbewegung beendet. Das ist tatsächlich erstmal gar nicht so unrealistisch, denn erstmal müsste dann ja, wenn das alles so passiert, wie es eben typischerweise, wie es klassisch ist, das passiert nicht immer, wie es klassisch ist, aber sehr typisch, eine Chance geben, dass wir Richtung 1800 ernsthaft nochmal gehen. Also, das heißt, dass wir wieder auf dieses Niveau hier zurückkommen. Das wäre durchaus denkbar, und das wiederum würde das bullische Bild dann doch noch ganz schön äh, wieder eher nach vorne bringen. Übergeordnet muss ich allerdings ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob dieses. Eigentlich zu hohe Tief. Ich hätte es mir noch eher gewünscht, dass es ein bisschen tiefer geht hier, denn dann hätte man sagen können: Hier, komm, was willst du denn? Wir sind hier noch mal einmal tiefer gelaufen. Jetzt sind wir dann aber auch endlich durch mit der Abwärtsbewegung. Lass uns doch mal endlich steigen. Das hätte ich cooler gefunden, weil dann hätte man, auch wenn ich äh, in der letzten Zeit ja häufig ein bisschen tiefer noch sogar gesagt habe: ein bisschen tiefer sollte es noch gehen. Aber da hätte ich dann gesagt, na naja gut, hier, das ist schon versucht. Da wir das aber noch nicht erreicht haben, muss ich sagen, das übergeordnete Bild sieht weiterhin eigentlich einen Rücksetzer in dieser Form hier vor. Und da bin ich noch nicht so richtig davon überzeugt, dass das jetzt schon das Ende ist. Aber. Man muss nicht auf die Short-Seite gucken, solange der Markt Schübe nach oben macht und wackelig nach unten. Das heißt, Gold aktuell aus meiner Sicht ein Blick nach oben wert. Wir werden uns das Gleiche hier angucken im Bond-For-Trading natürlich sowieso. <laughs> Aber ihr könnt das natürlich sehr gerne ebenfalls tun, ob sich hier noch ein Trigger aufbaut. Ein möglicher Trigger, sicherlich etwas aggressiver, weil der Rücksetzer, wie angedeutet, nicht ganz so weit war, wäre einfach hier drüber zu kaufen. Das ist nicht mein Hauptding sozusagen, aber man kann ganz klar sagen, die Aufwärtsseite. Ist die stärkere, die Abwärtsseite ist die schwächere. Also ein Entry an dieser Stelle wäre ein Versuch wert, weil auch das Chance-Risiko-Verhältnis, wenn es dann wirklich losläuft, gut genug ist. Also das wäre etwas, die wackelige Abwärtsseite nutzen für eine mögliche Entry-Bestätigung. Und wenn es noch ein bisschen häufiger hin und her wackelt mit weiter fallender Tendenz, also weiter fallenden Hochs und Tiefs idealerweise, dann hat man sogar noch einen etwas niedrigeren Einstieg. Ich kann es mal andeuten. Nehmen wir mal an, er macht es so. Nachher noch, dann hat man ja gegebenenfalls auch noch etwas niedrigere Einstiegsmöglichkeiten, die sehr, sehr gute Chance-Risikorelationen erwarten lassen. Vielleicht nicht die perfekte Trefferquote, aber ich denke, das wäre ein, ein Trade, ein Versuch wert, zugegeben auf der kurzfristigen Ebene. Langfristig, wie gesagt, bin ich noch nicht so super glücklich, ob das jetzt dann schon reicht. Dafür möchte ich dann doch noch ein bisschen mehr sehen. Aber ich sag mal so: wer kurzfristig hier versucht reinzusteigen und an jetzt schon an den steigenden Bullenmarkt glaubt, kann im Zweifelsfall ja immer noch sagen: Wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, ich bleibe hier oben drin, ich gehe da nicht raus, mache keine Gewinnmitnahme sondern setze meinen Stop auf den Einstieg und wenn er dann wirklich läuft, ha, dann bin ich der, der mit dem ganz strahlenden Lächeln, der sagen kann, ich war ganz vorne mit dabei und wenn der Markt dann doch nochmal dreht, ist war ein Versuch wert und dann kann man beim nächsten Versuch nach oben ja wieder mit einsteigen. Vorher wird es dann allerdings vielleicht tatsächlich nochmal diese Ecke hier unten werden. Das Gleiche gucken wir uns mal ganz schnell bei Silber nochmal an. Wie sieht es da aus? Da haben wir ebenfalls diesen starken Drop gehabt. Das Bild im Groben relativ ähnlich. Also wir haben hier einen sehr schnellen Anstieg, ein bisschen wackelig runter. Da würde ich allerdings das Goldbild noch ein bisschen bevorzugen. Man kann mal schauen im 5-Minuten-Chart, wie es aussieht. Also im Groben ist es das Gleiche, aber wie gesagt, der, der Goldchart gefällt mir, was das angeht, doch noch ein klein bisschen besser. Die Idee dahinter ist aber mehr oder weniger die gleiche. Aber auch im Silberchart ist ist so, dass eigentlich idealerweise das Tief hier nochmal hätte unterschritten werden müssen. Das wäre dann die echte, die endgültige Entspannung sozusagen für die Bärenseite. Dann hätte sie nämlich ihr Ziel erreicht, nochmal diese Marke anzusteuern. Wer ähm, das äh, mitverfolgt, der weiß, dass das äh, gar nicht so schlecht ist, wenn wir von einem ähnlichen Tief wie dieses hier schickerweise ein bisschen tiefer dann loslegen. Da wir aber hier schon sehr dicht dran sind, zur Not würde ich sagen, ja gut, nicht optimal, aber wenn es nicht zur Not sein soll, lass ihn nochmal einmal ein klein bisschen tiefer gehen, dann wäre es noch schöner, dann hätte man da erstmal seine Ruhe. So, soweit erstmal die äh, Edelmetalle. Ich hoffe, dass euch Silber und Gold nicht das Genick gebrochen hat, sondern Spaß gemacht hat und dass ihr da die eine oder andere schöne Idee jetzt noch daraus mitnehmen könnt. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.